Hallo zusammen, heute machen wir rheinischen Sauerbraten aus dem Dutch Ofen. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Heute bereiten wir einen absoluten Klassiker der rheinischen Küche zu, Sauerbraten. Mit dem Rezept war ich sogar vor ein paar Jahren mal beim WDR in einer Folge von Der Vorkoster mit Björn Freitag. Wir beginnen mit einer Essigbeize bestehend aus Wasser, Branntweinessig, Weißweinessig, Lorbeerblättern, Nelken, Wacholderbeeren, weißem Pfeffer und Senfkörnern. Das Ganze bringen wir zum Kochen. Klassischerweise wird rheinischer Sauerbraten mit einem Pferdebraten zubereitet. Das ist heutzutage wenig akzeptiert und Pferdemetzger gibt es nur sehr wenig. Deshalb habe ich hier ein 2 Kilogramm schweres Stück vom Rind aus Bug oder aus der Keule. Man sieht sehr schön, wie die Fleischfasern hier verlaufen, das heißt, man weiß am Ende, in was für eine Richtung man den Braten aufschneiden muss. Jetzt geben wir das Ganze in eine Schüssel, begießen das Ganze mit unserer Essigbeize, stellen das in den Kühlschrank und lassen das ca. 6 bis 8 Tage dort ruhen. Alle 2 Tage nehme ich das Ganze heraus und wende den Braten einmal. So sieht das Ganze aus nach 2 Tagen, nach 4 Tagen. Der Braten wird immer gräulicher. Keine Angst, das soll so sein. Wie bei vielen traditionellen Gerichten ist es so, dass es auch hier große lokale Unterschiede gibt. Ich bin zum Beispiel eigentlich gebürtiger Bonner, dort wird er insgesamt etwas anders zubereitet als zum Beispiel im Raum Aachen-Düren, wo ich jetzt wohne. Hier unterscheiden sich zum Teil auch deutlich, wie lang die Stücke gebeizt werden oder wie groß sie sind. Man kann das Ganze auch verkürzen, indem man den Braten direkt in Scheiben schneidet, dann kann man das Ganze auch in 3 Tagen machen, aber ein richtiger Sauerbraten wird halt auch am Stück gebeizt. Nach so 7-8 Tagen nehmen wir das Stück dann raus, machen wir das ein bisschen sauber, trocknen das ab, entfernen so die Senfkörner, die jetzt hier dran kleben geblieben sind. Und dann wird das Ganze einmal rundherum gesalzen. In der Zwischenzeit habe ich natürlich schon einen halben Anzündkamin vorbereitet, denn unser Sauerbraten soll ja im Dutch Ofen zubereitet werden. Das war im Übrigen damals auch die Besonderheit beim Vorkoster. Die anderen haben das Ganze auf dem Herd und im Ofen gemacht, bei mir gab es den aus dem Dutch Ofen. Manchmal gibt es die Folge noch in der Mediathek. Ich guck mal, ob ich das unterm Video verlinken kann. Jetzt braten wir unseren Sauerbraten rundherum bei sehr großer Hitze an. Das kann etwas dauern. Der Braten zieht erstmal etwas Flüssigkeit in den Dutch Ofen und sobald dieses verdampft ist, bekommen wir auch Röstaromen an unseren Sauerbraten. Dann herausnehmen und warm stellen. Normalerweise zeige ich euch ja auch gerne meine Schnibbelarbeiten. Das habe ich aber bei dem heutigen Blockbuster mal gespart. Wir geben jetzt ganz klassisch Röstgemüse in unseren Dutch Ofen. Karotten, Zwiebel, Lauch, Sellerie, Petersilienwurzel und lassen das Ganze ordentlich anrösten. Das kann schon mal einen Moment dauern. Wichtig ist, dass wir eine ordentliche Temperatur im Dutch Ofen haben. Man merkt dann irgendwann, wird das Ganze eins. Wenn wir dann soweit sind, das dauert so bestimmt 10 Minütchen, machen wir in die Mitte eine kleine Kuhle und geben dort etwas Tomatenmark hinzu. Das rösten wir dann auch ein paar Minuten mit an und dann vermengen wir das mit unserem Gemüse. Auch das lassen wir jetzt etwas erhitzen und da bildet sich so ein kleiner Film unten am Boden. Das ist das, was am Ende wirklich richtig, richtig Geschmack bringt. Nachdem das erfolgt ist, löschen wir das Ganze mit einem ordentlichen Schuss Rotwein ab. Auf gar keinen Fall den Sud von der Beize am Anfang wegschütten, den kann man immer wieder benutzen, um das Ganze säuerlich abzuschmecken. Rinderfond und unseren Braten. Das Ganze ist ja bekanntlicherweise ein Schmorgericht. Ich persönlich stehe drauf, wenn der Braten am Ende richtig weich ist. Geben wir noch ein paar Blätter Lorbeer hinzu und ein kleines Kräuterbündel bestehend aus Petersilie, Thymian und Rosmarin. Das versenken wir dann, Deckel drauf und dann lassen wir unseren Sauerbraten schmoren. Bei einem Braten von 2 Kilogramm mit einem 3 Liter Dutch Ofen bin ich so bei einer Schmorzeit, die so zwischen 3,5 und 4 Stunden liegt. Wichtig ist, dass man immer mal wieder reinguckt, ob man noch genug Flüssigkeit hat. Manchmal macht es Sinn, den Braten auch einmal zu drehen. Das habe ich so ein, zwei Mal gemacht. Und natürlich entsprechend Flüssigkeiten nachzufüllen, wenn wir merken, dass dort etwas weniger ist. Hierfür habe ich mir immer noch etwas Rotwein und etwas Fond beiseite gestellt. Die genauen Mengenangaben gibt es natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr also gerne nachmachen.
Ihr findet dort alles unten. Irgendwann wird man merken, dass einem vielleicht auch die Kohlen verlassen. Dann schütte ich die Asche vom Deckel ab, nehme den Dutch Ofen aus dem Grill und schütte noch einmal etwas Kohle nach. Es macht also Sinn, immer hin und wieder etwas an Kohlen parat zu haben oder an Briketts. So, nach rund 3,5 Stunden können wir dann unseren Braten herausnehmen. Der ist schon sehr weich und der fällt auch schon so ein bisschen am Rand auseinander. Wichtig ist auch an der Stelle, den einmal warm halten. Was ich jetzt schon zum Glück ein bisschen mit rausgezogen habe, ist das Grünzeug. Ich versuche noch, unsere Lorbeerblätter zu entfernen, und wenn mir noch der ein oder andere Zweig an Petersilie oder Thymian entgegenkommt, dann nehme ich das noch mit raus. Jetzt kommt es zur Soße. Die Soße zum rheinischen Sauerbraten ist süß. Hier gibt es verschiedene Varianten. Oft sehr beliebt sind Rosinen mit in die Soße zu geben. Hier gibt es dann am Ende gleich eine Feinheit, sage ich gleich was zu. Ich persönlich weiche die Rosinen gerne in der Zwischenzeit etwas mit Rum ein. Dann brauchen wir Zuckerrübensirup, heißt in der Gegend, wo ich hier bin, auch Sem. Kann man sonst in Deutschland, glaube ich, auch keinem erklären, gibt eine gewisse Süße. Das habe ich während des Abbindens der Soße immer wieder ergänzt und so lange nachgesüßt, bis es mir gefallen hat. Im Raum Aachen sind Printen eine sehr beliebte Zutat für diese Soße. Sie sorgen für etwas Süße und auch für eine entsprechende Bindung, wenn sie komplett zerkocht und aufgelöst sind. Das Ganze mache ich jetzt hier. Ich habe nochmal Kohlen nachgelegt, um etwas Power unter die Soße zu bekommen. Dann schmecken wir die Soße ab. Salz, Pfeffer. Wer möchte, kann noch etwas von der Beize und von diesem Essigsud mit hinzugeben, wenn es noch nicht sauer genug ist. Das Ziel ist eine süß-saure Soße. Das ist auch der Moment, wo ich jetzt zum Beispiel die Rosinen schon mit hinzugegeben habe. Bei der Soße gibt es dann zwei Varianten, aber dazu gleich mehr. Ich gebe jetzt erstmal noch unseren Sauerbraten wieder zurück, dass er noch etwas in der Soße ziehen kann. Wenn man in Restaurants im Rheinland Sauerbraten bestellt, bekommt man in der Regel immer so dünne Scheiben. Das ist auf jeden Fall etwas, das kann man zu Hause ja richtig anders machen. Bei mir persönlich gibt es gleich eine richtig schöne dicke Scheibe. Das zweite Thema ist die Soße. Normalerweise würde man diese Soße jetzt passieren oder pürieren und glatt rühren. Dann würde man die Rosinen hinzugeben. Also ich habe die Rosinen ja bei mir schon in den Dutch Ofen getan, damit sie in der Soße mitziehen können und den Geschmack und die Süße etwas abgeben. Im Normalfall würde man diese Rosinen erst hinzugeben, wenn man die Soße püriert hat. Ich persönlich finde es aber viel geiler, wenn man die Soße etwas stückiger lässt. In dem Fall habe ich mir einen Teil abgezwackt, den ich nicht püriert habe. Und das Ganze ist für mich geschmacklich nochmal ein bisschen etwas anderes. Aber ich bin sicher, ihr werdet das so machen, wie ihr das gerne mögt. Das Fleisch ist auf jeden Fall wunderbar zart. Es ist herrlich süß, es ist herrlich sauer. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Sauerbraten, wie macht ihr den? Lasst es mich doch wissen. Teilen, liken, kommentieren ist natürlich immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, wäre es cool, wenn ihr das noch nachholen könntet. Ja, dazu gab es bei mir Knödel und Rotkohl. Auch da gibt es Varianten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.